Ja, wenn du die junge Frau fragst von damals, die hatte keinen Umgang. Ich war wütend, ich war frustriert, ich war sehr enttäuscht. Ich sah einfach die Menschen in einer außergewöhnlichen Schönheit und das, was sie mir in Wahrheit präsentiert haben, das war eine Lüge. Also du hast das Potenzial gesehen. Ja. Und meine liebe Mama hat dann wieder gemeint, ja, geh doch noch mal zu diesem Medium. Ich, na, okay, dann gehe ich dort hin. Dann ist die Mama wieder still, gell? Muss ja auch mal nett sein und ein bisschen tun, was sie da sagt. Und es war dann eine sehr, sehr spannende Begegnung mit dieser Frau. Ja, die hat wirklich mir das Herz für mich selbst öffnen können. Sie hat den Bezug zur geistigen Welt auf ganz natürliche Art und Weise geliebt. Und ja, da ging ich wirklich rein als wütende, frustrierte Frau und kam raus als Medium. Und ich wurde dann durch die geistige Welt auch eingeladen. Sie würden gerne mit mir zusammenarbeiten wollen. Und ich war jung, so, ja klar, mache ich das, keine Frage. Wenn ich damals gewusst hätte, was es wirklich bedeutet, ich weiß nicht, ob ich so locker vom Hocker ja gesagt hätte. Liebe Mamis und Papis da draußen, von Kindern, die so sind wie ich, bitte vertraut uns, wir kriegen das schon hin. Thank you.